Naja, ich vermute mal, der Zahn war nicht das Richtige. Aber da fällt mir noch etwas ein. Wir hatten ja dieses super tolle Toupet. Bei Bumpus Will war das ja. Ja. Und jetzt haben wir diese coole Zucchini, die aussieht wie Conway Bumpus. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter, an dieses Toupet zu kommen. War ja klar, dass wir das brauchen. Man braucht hier ja alles, was man irgendwie kriegen kann. Gut. Benutze ich mal das mit dem Toupet. Jetzt aber schnell. Du schaffst es. Oh oh. Ja, leider hey, nicht so gut. Das tut weh! Lass mich los! Autschi! Und bleib draußen! Okay, diesmal bleiben wir draußen. Hey, jetzt haben wir nämlich das Toupet. Hast du nicht gemerkt, dass wir das vertauscht haben? Nee, 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 nee. Das ist Conroys Toupet. Ja, ich hab mich gerade gestoßen. Ja, so. Aber das muss doch jetzt wirklich klappen, oder? Okay, ich habe Conroys Toupet an dem Bachstelzenkostüm befestigt. Super! Dann müsste das doch jetzt klappen, dass wir in die Party rein können. Also, wir sind jetzt ein Yeti. Ein Yeti-Ritter. Okay. Dann benutzen wir das mal. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Brauchen wir den Zahn gar nicht, aber wir brauchen ihn schon später. Naja. Hey, das ist wirklich mal ein gelungenes Yeti-Kostüm. Ich lasse euch damit zur Party. Dankeschön. Ich finde, das sieht zwar überhaupt nicht aus wie Yeti, aber gut. Süß. Sieht so aus, als ob etwas Wichtiges passiert. Party, Party. Vor 100 Jahren schien es so, als ob unsere Zeit sich dem Ende zuneigen würde. Wir haben die Zeichen des bevorstehenden Untergangs übersehen. Wir dachten, die Menschen würden sich sehr langsam entwickeln, sodass die Folgen, die ihre Verschwendungssucht nach sich zieht, Probleme wären, die folgende Yeti-Generation zu lösen hätten. Zufrieden lehnten wir uns zurück und ignorierten die innere Stimme, die nach Taten rief. Tradition und Lebensstandard waren unsere Entschuldigungen für die Selbstgefälligkeit. Der Umstand, dass wir nicht nur unseren Lebensstandard, sondern unser aller Leben und alles, was je in unserem Besitz war, verlieren können, zwingt uns zum Handeln. Eine Realität stürzt auf uns ein, die wir nicht länger ignorieren können. Wie sich herausstellte, haben sich die Menschen und ihre Technologie schneller entwickelt als wir. Viel schneller, als wir annahmen. Und jetzt stehen wir nur wenige Schritte vom Abgrund entfernt. Wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen und endlich Taten folgen lassen, sie mit Herz und Verstand in Angriff nehmen und das Ziel nicht verlieren, dann werden wir zurückfallen und uns selber dem Untergang weihen. Aber jetzt erst mal wieder ein wenig Musik. Schön gesprochen. Wo ist die Musik? Ich höre keine Musik. Ah, da kommt sie. Okay, das war interessant. Gucken wir uns mal um. Das hat gut funktioniert. Wir werden Yeti angucken. Er sieht auf unersättliche Weise glücklich aus. Na, das ist doch schön. Was gibt's hier zu essen? Geniale Choreografie. Ach so. Ja. Aber die stehen doch nur da und tun gar nichts. Geniale Choreografie. Geniale Choreografie. Was ist mit dem da? Ach, der ist so weiß. Er sieht auf freundliche Weise gespenstisch aus. Ja. Und die sieht auch... Sie sieht auf beängstigende Weise freundlich aus. Das ist lustig, dass sie alle so gegensätzliche Dixies blabla. Ich frag mich, ob sie für mich Polka 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 spielen würden. Kannst ja mal fragen, vielleicht machen sie das. Da geht's rein. Thank you.
Sie sieht auf beängstigende Weise freundlich aus. Wenn ich hier klicke, dann meine ich doch nicht die Frau. Na gut. Ich will irgendwas mitnehmen. Er ist nicht mein Typ. Irgendwas muss man doch hier mitnehmen. Sie ist wahrscheinlich auch nicht sein Typ. Sie ist nicht mein Typ. Vielleicht gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen. Kann man da hinten noch irgendwie lang? Nee, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Das wollte ich nicht. Naja, gut, dann... Das ist jetzt was anderes. Eine Flasche. Chateau Yeti 92. Ein grauenhaftes Jahr. Nehmen wir doch mal mit. Ja, yeah, das geht. Und jetzt gehen wir da durch, würde ich mal sagen. Geht das nicht? Doch. Stopp! Tut mir leid, Süßer, aber nur die Oberhäupter haben Befugnis, den Poolbereich zu betreten. Ah, oh, Pool. Ich will auch zum Pool. Was kann ich tun, um dich zu bestechen? Hey Süße, was sagen deine zarten Lippen zu diesem Körper? Vanuatus Eigentum. Vanua wer? Vanuatu. Der Yiki-Häuptling. Der Typ, der die Rede gehalten hat. Mein Ehemann. Ups. Mach dir nichts draus, Kleiner. Wenn ich einen Baum für jede Anmache eines Jugendlichen bekommen hätte, dann wären wir heute nicht in so einer Situation. Verstehst du? Nicht ganz. Okay. Was Urkomisches haben, mit unserem Häuptling verheiratet zu sein. Oh, na, so toll ist das auch nicht. Sicher, man ist andauernd auf Reisen, aber manchmal fühlt man sich einsam. Ja, gestern erst habe ich zu meiner Psychiaterin Nancy gesagt, Nancy, manchmal ist das etwas einsam, an der Spitze zu stehen. Dann wagte sie zu sagen, bla bla bla. Natürlich sagte ich nur, jappa dappa du. Dann wagte sie zu sagen, jada okay, jada jada. Wir haben es verstanden. Wow, wow, wow. Wapita, wapita, wapita. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Darauf erwiderte ich wiederum, balla, balla, balla. Balla, balla, balla. Buba, buba, bluba. Blub, blub, blub. Bla, bla, bla. Buba, buba, bluba. Blub, blub, blub. Dann wagte sie zu sagen, bla, bla, bla. Max, jada, jada, jada. Was reicht sie endlich? Natürlich sagte ich nur, guba, guba, guba. Dann wagte sie zu sagen, jada, jada, jada. Wow, wow, wow. Jada, jada, jada. Wow, wow, wow. Wapita, wapita, wapita. Da konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen. Buba, buba. Adieu. Fühl dich wie zu Hause. Die ist, glaube ich, ein bisschen verrückt. Aber ich wollte dich doch mit der reden, aber das ging mir jetzt gerade echt auf den Keks. Oh, heilige Mutter aller Yetis. Ja? Hast du Bruno gesehen? Bruno? Nun, ich und Mr. V haben kleinen Bruno schon gekannt, als er noch so klein war. Bruno ist ein Goldjunge, das ist er. Der netteste, gütigste Yeti auf Erden. Dumm wie ein Stück Brot, gebe ich ihr zu, aber gütig. Nun, gerade gestern erst habe ich zu meiner Maniküre Kimi gesagt, Kimi, Bruno muss die dümmste Kreatur sein, die je das Licht dieser Sonne erblickt hat. Und darauf sagte sie, bla bla bla, bla bla bla. Bla bla. Natürlich sagte ich das nur. Zu viel, Frau. Buba, buba. Hast du Trixie irgendwo gesehen? Trixie? Nee, man muss nettes Mädchen. Ein wunderbares menschliches Wesen. Opfer der Modeindustrie natürlich. Aber so freundlich. Erst letzte Woche sprach ich mit Katie, meiner Farbberaterin. Und ich sagte zu ihr, Katie, diese Trixie könnte keinen Bonus von einem Sarung unterscheiden. Und wenn ihr Leben davon abhänge. Da sagte sie, Ogli, Ogli, Ogli. Du hast nicht Conroy Bumpus hier irgendwo rumschleichen sehen? Der international bekannte Country-Western-Star Conroy Bumpus? Ich habe all seine Alben. Er ist für mich das Größte. Kommt gleich nach geschnittenem Brot. Er ist der talentierteste Entertainer des 20. Jahrhunderts. Er ist ein unmoralischer Kretin, sicherlich. Aber Junge, kann der singen. Ich sprach gerade erst mit meiner Chiropraktikerin Karen. Das war letzten Monat und ich sagte, Karen, dieser verächtliche Conroy Bumpus hat doch eine wunderschöne Stimme. Dann wagte sie zu sagen, adieu. Fühl dich wie zu Hause. Oh Mann, Hilfe, die labert einfach zu viel. Ich brauche eine Pause, glaube ich. Ja, glaube ich wirklich.